Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind in einem neuen Skigebiet und zwar bei Fieberbrunn. Fahren wir gleich runter. Jawohl. Zum Warmfahren. Zum Warmfahren, die 102. Wir sind mit der bunten Streuböden-Bahn und jetzt mit der Lerch-Filz-Kugelbahn auf 1645 Meter gefahren und werden jetzt das Skigebiet weiter erkunden. Zunächst auf der roten 110. Und dann geht es weiter auf der 108, oder? Vermute ich mal. Ja, oder wir fahren zur Reckmoos rüber. Oder so. Schauen wir mal. Otti, wir haben jetzt die Entscheidung. Fahren wir da nach links, die 108A, fahren wir nach Fieberbrunn. Fahren wir auf die andere Seite rüber, Reckmoos. Was schlägst du vor? Lass uns Fieberbrunn und auf die Hütte und was trinken. So machen wir das. Gut. Wir sind doch jetzt schön gefahren hier. Ja, und du hast beinahe die Abkürzung genommen. Ne? Ja, wollte ich zuerst auch in Tiefschnee rein, aber dann habe ich das Schild gesehen, Ende des gesicherten Geländes, und habe ich mir gedacht, ach, bleibst du doch auf der Piste. Ja, wäre schon besser, ne? Glaube ich nicht. Mario, was machst du da? Den auf Fritten Willi. Aha, schmeckt der auch? Ja, der ist sehr lecker. Oh, muss ich mal probieren. Was der? Eine Schirpa ohne Willi ist keine Schirpa. Alles klar. Aber ich muss noch mal ein paar Touren machen, dann komme ich wieder. Ja, genau. Motti, was ist denn das da? Das ist ein Radler. Radler? Jawohl. Na dann, Prost. Prost. Na, was hast du denn da? Das ist ein Jagertee. Genau. Prost. Zum Wohl. Ja, man hätte von diesem Lokal den kleinen Hügel hochgehen müssen, um dann ganz nach unten zum Tal zu fahren, zur Talstation. Aber wir machen das anders. Auf diesem herrlichen Hügel werden wir nochmal runterfahren. Sag mal, Otti,
viele Hühner passen auf 1 Quadratmeter Stall? 15. Wie viele Menschen passen hier in diese Kabine? Auch 15. Wie groß ist diese Kabine? Also ich sag mal 1,50 mal 1,50, also gute 2 Quadratmeter. Das Gute an der ganzen Sache ist, wir bleiben hier nur ein paar Minuten, aber die Hühner ihr Leben lang. Tja, so sieht's aus. Den Lift gewechselt. Wo fahren wir denn jetzt eigentlich? Den Deutschberg hoch. Oh, ja, schön. Fahren wir hoch, fahren wir runter. Jawohl. Und dann ist Feierabend. Genau. Letzte Piste für heute. Hey! Da bin ich wieder. Gut. Kurzes Fazit, Otti. Ja, wir sind heute Streubödenbahn gefahren, Lerchfilzkugelbahn und jetzt zum Schluss Deutschberg. Ja. Ja, war super, hat sich prima fahren lassen. Wir sind nicht rüber nach Saalbach, weil es hat uns hier eigentlich sehr gut gefallen. Aber wir haben kurz einen Abstecher nach Recknus gemacht. Ja, das wohl. Um so ein bisschen aufzuklären. Ja, und haben wir dort was gegessen, was getrunken, eine Jause gemacht und jetzt sind wir wieder an unserem Wohnmobil. Gut. Also.